Ihr seid wichtiger als ich. Hey ho, meine Lieben. Meine Erkältung geht langsam zurück. Die Männergrippe überstanden. Und naja, was soll ich sagen? Heute habe ich wieder etwas Besuch da. Zum einen haben wir so eine schöne Starklichtlampe von Pedro Max hier. Einfach zum Nebenbei ein bisschen aufwärmen. Die hat der Micha mitgebracht. Ja, kommst du? Der Mann aus dem Nachbardorf. Ja, und dann haben wir da jemanden, dessen Frau schon angefragt hat, ob man die Möbel nachschicken soll. McTofu ist wieder da. Hallo. Ja, dann brauche ich es ja gar nicht sagen. Denkt dran, bei ihm jedes Video kommentieren. Er muss noch ein Tofu-Video daheim machen. Hört's auf damit, das macht keinen Spaß mehr. Nein, du musst erst noch dein Tofu-Video da zu Hause machen. Oder Björn? Ja. Ja. Der ist nämlich auch da. Der Dortmunder ist auch da. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch den Dr. Taster. Ach nee, das Doktor hat ja bloß der Beef Buddy, der alte Mann. Wie heißt er nochmal? Dirk. Der Dirk gesagt. Nein, das ist natürlich unser Professor Taste. Hallo, hier ist der Philipp von Professor Taste. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ja, natürlich. Und wir machen jetzt einfach ein bisschen Jux und Gaudi heute. Der McTofu hat Gott sei Dank kein Tofu mitgebracht, sondern was hast du uns heute mitgebracht? Gepresste Pferdelippen von Ikea. Nein, ja, heute ist Hotdog. Ja, komm doch vor die Cam. Ich habe heute das Party Hotdog Package von Ikea gekauft. Das werden wir uns mal angucken, ob das schmeckt, ob das was taugt. Ich darf nicht so viel reden, sonst dreht er die Kamera wieder weg. Nee, das macht heute gar nichts, weil dieses Mal für mich ein bisschen mehr von dem Wochenende. Juhu. Jo, dann braucht ihr das Tofu-Video von dem nicht anschauen. Nicht nur die Videos kommentieren, auch bei Facebook kommentieren. Ja? Ich habe damit angefangen, macht weiter. Ja. Okay, Leute. Jetzt schauen wir aber. Hört nicht auf den alten Mann. Jetzt schauen wir aber, wie es weitergeht. Also, momentan, oder beziehungsweise die wird es erstmal nur bei mir erhältlich geben oder auf Events, wo ich hinkomme. Und also zum Beispiel bei so einem Grillschuh-Event oder der Grilljunkie, der plant ja so eine tolle Sache in Limburg. Da wird es auch ein bisschen die Soßen geben. Oh weh, da wird so ein Hotdog zusammengebaut. Aber nicht mit dem Ikea-Ketchup und Zwicksel da. Nein. Wir nehmen die von Professor Taste, die Spicy Cojones, Gonzales, so. Die scharf. Nö. Kann man essen? Vielen Dank. Auf der Feuerplatte wurden sie gemacht. Ja. Und ich mache mir jetzt auch so einen Hotdog. Und dann gibt es ein Probiererle. Aber das sieht er. Ja, Leute, und ich habe mir jetzt auch so einen zusammengebastelt mit der Gonzales, mit der Almighty Soße. Es gibt keinen Tofu mehr, Nicole. Hm? Wer hier Tofu brutzeln will, ja, hat Haus und Hochverbot. Soße lecker, Rest Ikea. Leute, jetzt wird der Professor Taste getaped. So, machen wir live. Habt ihr gehört? Der Michi tapet den jetzt. Genau, das ist keine Flusen der Fliegen. Boah, das hier so stinkt zwar verbrannt, hey. Das ist der Käse. Das war der Käse. Ich dreh dich doch mal rum. Jetzt dreh dich rum. Wir sehen nichts. Ja, du kannst dich. Die wollen alle was sehen. Ach so. Ja, bleib mal ruhig, schick dir. Ja, alles fürs Publikum, die wollen das so sehen. Ja, auf jeden Fall. Weil der Fehler uns hier alles voll. Jetzt, wenn du... Ja, flüssigen Teer haben wir leider keinen da. Was denn? Weil sonst hätte man jetzt auch noch gefärbt, weil gefedert ist er ja schon. Ja, kann ich machen. Damit müssen hier bloß... Mei, da hast du ganze Arbeit gleich. Also für die Show könnte auch mehr wie 19 Daumen geben. Jeder, der noch keinen gegeben hat, Daumen bitte drücken. Für die gute Show hier heute. Oder Daunen geben. Der Räucheronkel möchte vom Johnny auch eine Tasse. Maximal Röster. Und mein Käse läuft auch gerade davon. Ja, verrücktes Huhn, das passt, Alex. Richtig. Ihr kennt euch noch. So, halt mal still. Ist jetzt angeklopft. Sieht gut aus. So, also, jetzt haben wir den Professor Taste auch noch getaped. So, Freunde, nächster Tag, Mittag ist es. Wir gucken mal raus, da geht schon wieder fleißig weiter.
Würzpfanne hast du? Ich nehme, wenn ich Gas gebe, den ja. Spatel, mit dem bin ich, glaube ich, schneller. Ich schau mal. Gleich, wie es in die Fütter geht. Michael, hättest du für mich einen Salz und Pfeffer da? Ja, freilich. Das hatte ich mir gedacht, wahrscheinlich Varianten. Irgendwas Filet machst du hier? Ja, ich mache ein Filet Bernese, das ist also ein Schweinefilet, gebraten mit gebratenen Zwiebeln, Champignons. Und dann wird das Ganze gar gezogen in einer Sauce Bernese, also kann man essen. Okay, wunderbar. Der Mann, der spritzt. Wie heißt es bei Auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2? Ihr seid echt tolle Spritzer, wo dieser Wagen umgefärbt wird mit dem Wasser, weißt du noch? Keine Ahnung mehr. Der Lamborghini. Lieber Michael, hast du noch eine zweite Kelle da, dass ich den Professor unterstützen kann? Nö. Ja, Professor, dann bist du auf. Aber du kannst diese Balkenzange nehmen, die funktioniert da auch sehr gut. Aber wie heißt es bei Bud Spencer? Jetzt gibt es da mit der groben Kelle. Also ich bin fleißig dabei. So Leute, und bevor es wieder heißt, ich mache gar nichts, gehe ich jetzt erstmal Kaffee machen. Micha, hast du ein Infrarotthermometer? Ja. Ich wüsste gerne mal, was die Temperatur ist. Hast du das mal gemessen? Genügend. Sehr gute Antwort. Die GPS-Angabe bei Rolls-Royce. Sufficient. Ausreichend. Schau mal, ob es eine App dafür gibt. Genau. Weil was ist schöner, als das Video so zu haben? Im Schnitt in der Rohfassung. Das wird die, Hier ist es. Uncut. Director's Cut. Director's Cut, ganz genau. Das Wort habe ich gesucht. Director's Cut. Micha, was machst du da? Ich hab einen Kaffee aufgesetzt, aber keinen Kaffee drin gehabt. Ist mir gerade noch eingefallen. Oh Mann. Aber jetzt können wir gleich mal die neue Kaffeemühle ausprobieren, die ich gewonnen habe. Das ist dann sozusagen auch mit die Unterwegs-Kaffeemühle. So. Schauen wir mal, ob er gut genug ist. Oh, der sieht gut aus. Genauso wie ich es mag, hat jemand anders gesagt. So, dann kurbel ich mal den Kaffee durch und schau, dass ich den Pott hier, den hier, voll kriege. So halbwegs. Also das Ganze dauert natürlich ein bisschen, aber wenn man unterwegs ist, ist das Ding mal echt eine geile Sache. Und man hat ja Zeit, man hat ja viel Zeit. Also im Mai auf unser Treffen Grillen mit Freunden werde ich das Teil auf alle Fälle auch mitnehmen. Und ja, da wird sich bestimmt einer finden, wo da ein bisschen Zeit hat und ein bisschen seine Armmuskulatur trainieren will. Die Nicht-Kaffeetrinker können ja dann den Kaffeetrinker den Kaffee machen. Ah, so ungefähr. Auf alle Fälle, den Behälter müsste ich jetzt dann mit der zweiten Ladung doch ziemlich voll kriegen. Ganz voll macht man ja dieses Mal nicht. Bloß so halb bis drei Viertel. Und dann guckt man, wie der Kaffee dieses Mal schmeckt. Deswegen habe ich auch denselben, wie es letzte Mal genommen, dass ich einen Vergleich habe. Dieses Mal haben wir den Kaffee so weit aufgefüllt, dass er, ja, wenn man von außen schaut, unterhalb der letzten Lochreihe steht. Und schaut rein. Sieht gut aus. Ja. Das stecken wir jetzt draußen in den Perkulator rein. Also wir sind noch nicht zu spät. Das Wasser brodelt noch nicht. Naja, Kohlen reichen auf alle Fälle noch. Da füllen wir mal rein. Also das dürfte jetzt eine Weile funzeln und dann lassen wir den Kaffee dann hier so vor sich hinbrodeln. Freunde, wir sind jetzt herin beim Essen. Ich muss sagen, das Zeug ist mal richtig lecker. Philipp, Professor, du hast es komplett aufgenommen als komplettes Video. Also dazu gibt es das komplette Video beim Professor Taste. Ja, einfach da reingucken. Lecker. Mittlerweile bereitet der Dr. Taste, Professor Taste, ja, danke Dirk, du hast einen hier ganz durcheinander gebracht, den Almighty Burger zu. Und da gucken wir jetzt mal rüber und
irgendwas hat er vorher gesagt, dass er sogar Rinder selber schlachtet oder was weiß ich alles. Keine Ahnung, auf alle Fälle muss da ziemlich viel selber gemacht sein. So, da liegen schon Zwiebeln drauf, Champignons, Gleich kommen Karotten, hätte ich gesagt, sind auch fast geschnitten, aber das waren glaube ich Tomaten. Und zu deinen Fleischpatties, in kurzen Worten, damit es nicht zu lang wird, wie war das mit dem selber Schlachten, hau mich tot? Also ich habe eine eigene Rinderrasse, das ist das Allgäuer Höhenvieh und oder Allgäuer Braunvieh vielmehr. Und die schlachte ich selbst und die Patties sind, haben eben 25% Fettgehalt und haben 50% Dry-Aged-Anteil und sind auf 6,5 mm gewölbt, sodass wir eine schöne Struktur beim Essen haben. Alles klar. Dankeschön. Haha, die Milch ist so kalt, da brauche ich gleich einen Handschuh. Nein, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ja, kann ich hier die Milch abstellen? Juhu, hier wird es langsam eng. Junge, aber Tizi. Komm, Milch ist ein Kaffee, ist auch fertig. Versuch das hier mal gerade wirklich aufzunehmen. Jawohl. Und hier schmeißen wir gleich wieder noch ein paar Kohlen rein. Aha. Milch rein und probieren. Aber Leute, ich lasse ihn zuerst ein bisschen abkühlen. So, und dann gucken wir doch mal. Also geguckt haben wir und jetzt probieren wir. Er schmeckt auf alle Fälle schon mal besser als das letzte Mal. Mörser ist auf alle Fälle eine Notlösung. Funktioniert. Aber in der Kaffeemühle definitiv besser. Jetzt müssen wir halt noch experimentieren, was für einen Kaffee ich dazu nehme. Und ja, das dauert halt jetzt eine Weile, bis ich den richtigen Kaffee gefunden habe für einen Percolator, so dass er mir dann perfekt schmeckt und ja, den Gästen dann hoffentlich auch. Hey du hässlicher Grilldieb, da ist aber kein Grill noch dabei. Sorry. Sag jetzt bloß nicht, du hast ihn vergessen. Danke. Weil wenn er ihn vergessen hat, dann darf der Björn nämlich tatsächlich hinten noch ein Loch graben. Hey Björn! Hey! Ich muss dich enttäuschen! Warum? Du darfst kein Loch graben! Hey, schade! Mein Grill kommt wieder! Da ist das Grill! Gut, passiert! Wie du richtig gemacht. War der so schmutzig? Ja. Verdammt. Das ist sauber gemacht für dich. Und nach dieser Winterfahrerei kriegt der Manuel den ersten Almighty Burger und der wird da draußen schon zusammengebaut. Schnell. Solange der Käse schmilzt. Der schon wieder mit seinem Instagram, hey. Ja. Unglaublich. Du mit deinem YouTube immer. Ein paar Pilze. Gib doch du eine Ruhe hier. Mensch. Ein paar Zwiebeln. Da darf auch eine Tomate sein. Ich glaube, da anschmelzen. Ja. Ich dreh's dir, Micha. Diese. Zieht auch schöne Fäden. So. Und dann einmal den Deckel für den Manuel. Und jetzt sehen wir die Live-Verkostung. Ihr seht, das sind so 10 cm, 11 cm. So sollte meiner Meinung nach ein Burger aussehen. Ob er schmeckt und ob das der Manuel genauso sieht, das wird er Manuel uns jetzt sagen können. Also ich danke erstmal recht herzlich, danke, dass ich gerade angekommen bin. Anaconda-Modus! Gleich schon mal einen Burger bekommen, aber oh mein Gott.
Man halte mir den Teller bitte. Ja, selbstverständlich. Weil schließlich wieder nicht, aber. Ob der schmeckt. Der Micha huscht die Bill. Mega. Daumen hoch. Man sieht es. Ich bedanke mich. Also, liebe Natural Born Grillers, das war der erste deutschlandweite Versuch und Test von einem Profi, der den Almighty testet und offensichtlich ist er essbar. Wir werte dich nicht immer so herab. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, gehen wir rein zum Essen, oder? Jo. Hier wird gerade irgendwas geschwätzt, was du jetzt machst. Ja, und finde ich auch nochmal. Aber auf die Schnelle, ganz schnell. Roastbeef eingelegt in Bourbon, gleich in zwei Hälften geschnitten. Eine wird angebraten auf der Platte, eine kommt so. Dann werden beide Hälften in Salzpfeffer ummantelt und dann kommt das auf den Monolith und wird dann gar gezogen. Gut. War das schnell genug? Jo, danke schön. Keiner verstanden, ne? Ich auch nicht. Ja. Den linken Arm ein bisschen höher. Hier geht's weiter. Genau, der linken Arm ist losgekommen. Was möchtest du da? Eine gute Pfeffermischung mit Salz, Meersalz gemischt. Okay. Dann machen wir gleich den Mantel raus für das Roastbeef. Alles klar. Ui, Björn, das sieht aber schön aus. Danke. Leute, labert's nicht so viel, du wolltest hier ein Grillei haben. Ja, wenn ich schon nicht gewinne, dann probier es jetzt mal beim Chef. Ja. Also du kannst beide Fühler direkt ins Fleisch reinjagen. Nagelneue Fühler. Bitte vorsichtig auswickeln, nicht kaputt machen. Schauen wir mal, ob der das damit hinkriegt. Ich bin ja nicht McAllister, der alles kaputt macht. Wieder was rausschneiden. Es gibt doch Leute, die trinken hier sowas. Ich nicht. Ach, weg damit. Der Prof ist es. Jo, schön mittig einführen. Ja, ja, bisschen zärtlicher. Also bitte. Ja, tiefer. Tiefer. So. Jo, beide verkabeln, einstecken und dann ab auf den Grill. Natürlich werde ich noch die Grillei-App auf meinem Handy starten, dass man hier auch die richtige Temperatur einstellen können. Jeder? Ach du also Scheiße. Erinnert dich das an was der da drüben vorhat mit diesem Wok? Mit dem Koks? Nein, mit dem Wok. Also ein Beef-Party-Sign? Ja. Was Leute! Flanksteak. Flanksteak. So, jetzt gebe ich hier ein bisschen Öl rein. So, ein ganz klein bisschen machen wir noch. Nicht also, dass ihr zwei Bescheid wisst, da vorne hängt ein Feuerlöscher und da vorne. Und alles die Löschdecke hängt auch da drüben. Haben wir gesehen, aber du siehst, ich war relativ zaghaft mit dem Öl. Gott sei Dank, da war der Beef Party etwas, naja, ich hätte jetzt fast gesagt, überschwänglich. Geisteskranker. Achso, okay. Micha, das ist schön, dass du Werbung für mich machst. Aber jetzt gucken wir uns mal an. So, ich paniere hier die Chicken Wings ganz schnell. Nom nom. So, und hoffentlich schmecken die euch auch. Also wir werden sehen. Beziehungsweise wir werden schmecken. Das ist noch viel, viel besser. So, Freunde, bevor ich es vergesse noch, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher gesagt habe, die Burger waren verdammt lecker, aber jetzt schauen wir schnell raus, weil der hat schon die Teile im Wok. Sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Ob es schon schlecht wird, werden wir hinterher wissen. So Freunde, im Live-Video war es gerade zu weit. Deswegen habe ich das hier nicht drauf, wie wir die beiden Roastbeef hier runtergeholt haben vom Grill. Und man kann eindeutig hören, dass der Tofu hier auch noch am Filmen ist. Aber das hier war das angebratene auf der Platte. Das sieht man, ist schön dunkler.
Ja, und das ist das andere. Und jetzt gucken wir mal. Willst du noch ruhen lassen? Ja, so 2-3 Minuten. Ja, dann lassen wir es noch ganz kurz ruhen und dann wird angeschnitten. Nee, dann frittieren wir es. Und der hier macht hier auch schon wieder eine Ladung. Genau. Waren die Mädels schon da? Haben die auch schon was geholt? Also deine liebe Frau hat natürlich schon probiert, ob du die Patrizia jetzt schon was hatte. Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil McAllister habe ich gebeten, die Verköstigung. Lass die noch ein bisschen drin. Ja, ne? Also die kannst du ruhig ein bisschen dunkler werden lassen. Also sehr nicht, gerne. Nicht schwarz, aber ein bisschen bräunlicher. Wunderbar, sehr gerne. Freunde, nachdem Schatz gemeint hat, er war wieder viel zu bitter gewesen, haue ich jetzt bloß noch die Hälfte von dem Pulver rein. Und zwar genau ein so Glas und ja, das machen wir jetzt so. Natürlich püriert oder tüdel, 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 tü. Und jetzt müssen wir natürlich erst noch. Das kannst du machen, entweder du zu Wasser. Und nochmal einen Anzünder rein, frisch anfeuern und dann lassen wir den Kaffee auch noch durchblubbern und dann schauen wir mal, tja, ob wir jetzt eine optimale Mischung hingekriegt haben. Schneidest du das Fleisch jetzt endlich an? Wir machen jetzt den Mittelschnitt. Ja, mach mal. Auf McTofu müssen wir nicht warten. Vollpfosten. Einmal das rohe, was wir roh drauf getan haben. Ah, ganz leicht, das Rosa hat es noch. Geil. Obwohl wir wirklich bei 54 Grad runtergenommen haben. So. Und dann das, was wir auf der Platte vorher angebraten haben. Oh, schau mal, wie das saftet. Okay. Ja? Sieht auch gut aus. Super. Schneiden wir so einen Schädel runter hier. Dann werden wir mal probieren. Also, der Björn hat gerade noch einen Schneidekurs von meinem Schatz bekommen, weil er das Fleisch falsch geschnitten hat, aber ich probiere hier jetzt einfach einmal. Boah. Und das ist sehr zart. Lecker. Ein gültiger, gelungener Versuch, höher. Oder so ähnlich, ja. Also wirklich lecker. Da draußen wird noch schnell die Endszene gedreht fürs Video vom Mac. Topfu, Topfu. Ja, der Fu-Manchu. Ja, ja, und wir machen das auch gleich noch so halbwegs. So Leute, das war's dann auch mit meinem Video, nachdem der McTofu jetzt auch beendet hat. Und dann gucken wir uns die einzelnen Teilnehmer nochmal an. Bitteschön. Wer wird als erstes kommen? Der am kürzesten da war. Ja. Übrigens, hast du gesehen? Chunky Style. Ja? Ach so. Jetzt, wo ich meine Kapuze runter habe. Hey, das sind solche Hund. Nein, es ist... Schön war's, Miki. Zwar kurz für mich, aber schön, dass ich da sein durfte und so viel zu essen bekommen habe. Lauter leckere Sachen. Jo, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Der nächste bitte. Jetzt kommt die Nervensäge persönlich. Der McDofu. Schmusi, schmusi, schmusi. McDofu. Schön war's, Michi. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. Hab mich mega gefreut. Immer wieder geil bei dir. Es reicht, geh weiter. Einfach fantastisch. In dem Sinne halte ich kurz. Ade. Es wird demnächst wieder soweit sein. Jetzt. Ey, die Leute sind so doof. Der nächste. Leute, ihr seid einfach nur blöd. Ich habe keine Kapuze. So. Ich danke dir für die Einladung und. Ich durfte bei dir auch schon zweimal verweilen. Ja. Und das nächste Mal ist ja von Haus aus eh schon ausgemacht. Genau. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Dauert zwar noch eine Weile, ja. Aber vielleicht kriegen wir ja zwischendurch noch mal was hin. Genau, so sehe ich das auch. Alles klar. Tschüss. Björn, wir sehen uns. Und dann kommt noch unser Essenshersteller erster Güte. Der Mac Tape. Professor Tape. Professor Tape. Ich verwechsel heute schon alles. Ja, auf alle Fälle auch ihm mal ein Abo dalassen. Der hat noch viel zu wenige. Und ja. Abo nicht vergessen. Die Patrizia auch vergessen. Noch. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Abo nicht vergessen.
Ein weiter Weg. Wie viele Kilometer? 467,5. Ja, einfach. Naja, okay. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Es war fantastisch und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese überbordende Gastfreundschaft. Wir wurden hier wahnsinnig toll und sehr familiär empfangen. Und wenn wir dürfen, dann kommen wir sehr, sehr definitiv gerne wieder. Definitiv. Gerne, Dank, gerne, mein gerne. Alles Dank. Klar dann. Abo nicht vergessen. Ja, definitiv. Taste, Abo nicht vergessen. Leute, dann bin ich aus diesem Video auch raus und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.